So, hallo, wir machen weiter. Bei Binding of Isaac Repentance. Letztes Mal sind wir mit Judas zum Beast, haben leider den Tainted Judas noch nicht freigeschaltet. Jetzt würde ich sagen, probieren wir das Ganze mal mit... Was ist denn ein angenehmer Charakter? Lost ist doch super. Komm, versuchen wir uns einmal an einem Lost Run. Ich will es mal wieder wissen. Das letzte Mal ging es furchtbar schief und war der Beginn einer furchtbaren Aufnahme. Das kann doch nur wieder gut gehen. Diesmal. Nein, keine Ahnung. Wir probieren es einmal. Ich will es mal wieder wissen. Fragt mich nicht, was mich jetzt da geritten hat. Keine Ahnung. Wobei ja damals Lost schief ging, weil ich versucht hatte, zu Mother zu kommen, ne? Vielleicht kriegen wir einen normalen Lost One hin. Das wäre doch was. Normaler Lost One einfach, wäre doch eine Sache. Ich meine, uns fehlt ja auch noch Dings hier, alles fehlt uns eigentlich. Wir sind nur bis zur Chest gekommen. Bis zur Chest sind wir gekommen und dann war Feierabend. So. Das wird auf jeden Fall das Item sein, was ich mir mit Lost hole. Ach ja. So, und wir wissen mittlerweile, wie man diesen schönen Eternal D6 einsetzt. Yo. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. So. Ich lasse jetzt demonstrativ das blaue Herz liegen. Allein um mich schon dran zu gewöhnen, diese Dinger nicht einzusammeln. So ein Ding ist das. Das ist nicht die Almond Milk, oder? Habe ich letztens schon nachgeguckt. Dann dachte ich, es ist die Almond Milk und dann war es doch nicht. Das ist die Almond Milk? Ach, geh doch heim. Ja, ne. Es ist... Ach komm. For the LOLs. Wir spielen mal weiter. Wir spielen mal weiter für die LOLs. Einfach mal gucken. Ich weiß, ich hätte es rerollen können. Es ist mir bewusst. Ja? Bin nicht doof. Es ist mir bewusst. Ich wollte es mal mitnehmen. Einfach mal gucken, was passiert. Ich meine, die Tiersrate ist halt insane, ne? Kann man nicht sagen. Der Damage geht halt böse runter. So, der Damage ist halt jetzt bei 1. Das ist halt kacke. Aber die Tiersrate ist halt insane. Also du schießt ununterbrochen eigentlich. Wenn wir den Damage wieder hochbekommen würden, also wenn du mit Almond Milk den Damage wieder hochbekommst, dann bist du ziemlich gut am Start. Mama! Also die Almond Milk bereitet unfassbar viel vor. Ja. Die Almond Milk bereitet unfassbar viel vor. Das war nicht so gut jetzt. Die Almond Milk bereitet unfassbar viel vor, was man dann später nutzen kann, wenn man es gut hinbekommt. Aber man muss halt eine Zeit lang aushalten. Man muss halt eine Zeit lang aushalten. Jetzt nicht getroffen werden. Stark. Nichts, weshalb ich mein Geld ausgeben würde. Jetzt würde mich was interessieren.
Das werden wir gleich mal austesten. Der Dice lädt sich eh ständig auf. Kann ich? Bevor ich was kaufe, rerollen? Und kann da auch der Effekt passieren, dass es verschwindet? Also verschwunden ist es jetzt natürlich nicht. Aber die interessante Frage ist jetzt ja die, kann ich dann vielleicht im Shop immer rerollen und die Items verschwinden nicht? Oder war es jetzt halt Glück, dass es nicht verschwunden ist? Ich finde, das ist eine sehr interessante Frage. Ich finde, das ist eine sehr interessante Frage. Oh, ich finde auch, das ist eine sehr interessante Bombe gewesen. Oh. Wie war denn das jetzt? Kann Lost die Dinger nutzen oder nicht? Also wegen Holy Shield, ne? Jo, okay, alles klar. Jedes Mal, wenn ich einen Raum betrete, habe ich doch Holy Shield. Ach so. Gut, dann haben wir das auch wieder gelernt. Scheiße. Schade, da habe ich meine Maske leider jetzt wieder aufgegeben. Das war natürlich nicht so gut. Aber ich muss es mal wieder rausfinden. Lieber auf der Ebene als später. Okay, Lost darf die überhaupt nicht nutzen, diese Dinger. Schade. Nicht mal einmal. Also er kriegt nicht mal den ersten Hit von Holy Shield mit. Den kriegt er nicht mal. Es wird einfach direkt gesagt, nope, du nutzt das nicht. Und fertig ist die Geschichte. Das ist nicht die Almond Milk. Das ist was anderes. Jetzt erkenne ich den Unterschied. So, jetzt probieren wir das wieder. Wir haben zwei Items, die sich rerollen könnten. Sie sind beide wieder nicht verschwunden. Also kann ich mit dem Eternal D6 oder war es wieder Zufall? Kann ich mit dem Eternal D6 sicher rerollen im Shop oder nicht? Denn normale Items, die schon auf dem Podest drauf sind, na, die natürlich nicht, das wissen wir. Die natürlich nicht. Ich finde das sehr interessant gerade als Beobachtung. Ja, muss ich mal so sagen. Ich finde das als Beobachtung gerade sehr interessant und ich hätte gern meine Maske wieder. Das war echt jetzt sehr ärgerlich, dass ich die mit so einem blöden Tod vor allem wieder abgegeben habe, die Maske. Das war sehr dumm. Das war richtig dumm. Nicht nur so ein bisschen dumm, sondern richtig, richtig dumm. Aber was willst du tun? Das nehmen wir mit. Das war ein schönes Tears-Up. Darauf jetzt eine Almond Milk. Ihr merkt schon, der Part hier ist, ne, ist mehr so ein Fun-Part, habe ich den Eindruck. Ich glaube nicht, dass wir einen vernünftigen Run mit Lost hinbekommen, aber es ist ein bisschen schade, weil das bedeutet, wir werden nie einen vernünftigen Run mit Lost sehen. Das ist ein bisschen schade. Weil das bedeutet, wir werden nie einen vernünftigen Run mit Lost sehen. Nun gut. Okay, er darf nochmal. Gerade eben hat er mich erledigt. Das Problem ist halt, er hat so viele Fliegen. Gut, ist ja auch der Duke of Flies oder Lord of Flies oder wie auch immer. Nein! Und die treffen einen halt so schnell. Du wirst die halt auch so schnell nicht los. Wir machen ihm halt kaum Schaden, weil wir nicht an ihn rankommen. Weil er von jedem anderen müsste erst immer beschützt. Oh mein Gott. Und dann trifft mich wieder sein Schuss. Also Lost und ich, wir werden keine Freunde mehr. Hätte ich rerollen können, aber ich meine, es ist ein Schuss mehr. So, why not, ne? Natürlich kein starker Schuss mehr, aber es ist ein Schuss mehr.
bevor ich es komplett kaputt... Also ich würde wirklich nur rerollen, wenn das Item komplett nutzlos ist. Weil ich halt die... Weil ich halt... Ne, das Ding ist ja... Es kann ja verschwinden. Das ist ja genau der Punkt, weshalb ich das im Shop so ausprobiere. Okay. Weshalb ich das im Shop so energisch ausprobiert habe, weil es eben verschwinden kann. Das ist ja genau der Punkt. Die nehme ich doch direkt mal mit. Kann ich die Kerze aus dem Stein einsetzen oder landet die im Stein drin? Nein, die geht über den Stein drüber. Sehr gut. Das heißt, die Kerze ist genauso durchlässig. Kerze, sag ich schon. Doch, ja, doch, doch, ist eine Kerze. Ist genauso durchlässig wie alles sonst. Finde ich gut. Natürlich feiere ich. Oh, schon wieder! Diesmal kriege ich dich aber. Jetzt habe ich was dabei, wo mir deine ganzen Fliegen am Hintern vorbeigehen können. Hier, das halte ich von deinen Fliegen. So nämlich. Tier's up, nice. Wäre auch nichts zum Rerollen gewesen. Ja, würde ich sagen, ist doch eine ordentliche erste Ebene gewesen, ne? Kann man so anbieten. Kann man so anbieten. War natürlich Glück, dass wir diesen Store-Credit gleich gefunden haben. Sonst hätte ich mir die jetzt nicht schon... Laha, nein, 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 nein. Ach so, wenn ich... Okay, wenn ich am Stein vorbei, geht das Feuer nicht. Ich muss es schon vom Stein aus losschicken. Dann geht's. Okay, muss ich aufpassen. Yo, das ist schon wieder so ein Raum. Da geht man rein und sprengt sich erstmal fast komplett. Komm, gib mir einen Crawl Space. Schade. Dann halt nicht, ne? Dann halt nicht. Aha. Riskant. Ja, ich hasse es. Ja, jetzt komme ich nicht mehr raus. Ja, jetzt komme ich nicht mehr raus. Ach, diese dummen Trollbomben, ey. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ich müsste mich rausporten. Das Problem ist, die kann mich zwar rausporten, aber dafür müsste ich getroffen werden. Okay, funktioniert das? Wenn ich jetzt... Okay, wir müssen es mal ausprobieren. Ob ich gleichzeitig porten und sterben kann. Nein. Schade. Sehr schade. Ja, das war die Geschichte. Och Mann, ey, Lost Ones sind einfach nicht mein Metier. Also überhaupt nicht. Wir haben aber mit Lost noch nicht mal einen Greedrun, ne? Wollen wir mal einen Greedrun mit Lost zumindest probieren? Da könnte ich ein bisschen mehr Erfolg haben. Weil man halt mit Items zugeschmissen wird. Was bist du denn? B7 Roll Again. Noch nie gehabt. Setzen einfach mal ein und gucke, was passiert. Aha. Tschüss. Okay, ein Item, was wir nicht kennen. Das werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Wahrscheinlich der Red Key.
So, hier wäre schon mal ein blauer Stein, wenn wir eine Bombe hätten. Aber haben wir nicht. So, das werden wir jetzt rerollen, weil es ist ganz wichtig, dass wir das hier nicht mitnehmen. Na, das ist jetzt natürlich das Item, was mir den Run versauen wird. Okay. Das ist natürlich jetzt ganz praktisch. Jetzt hat Lost, jetzt kann... Oha, wir werden hier mit Items zugeschmissen heute. Jetzt kann Lost hier natürlich... Oha! Achso, das ist der Shop. Ich wollte gerade sagen. Das ist der Shop. Ja, eine Bombe wäre ganz cool, ne? Weil wir können ja immer noch den Small Rock bekommen aus dem Stein. Oder eine Truhe. Ist ja alles möglich. Muss ja nicht das blaue Herz sein. Na, das nützt mir richtig viel. Na gut, dann hoffen wir mal, dass jetzt nicht wieder der Fliegengegner kommt, weil sonst bin ich wieder ja. Ne? Okay. Okay, mit Steinen sollte das doch machbar sein. Da einfach nicht reinrennen in die Viecher. Und die so ein bisschen verarschen. Kann man die eigentlich so ein bisschen so hinter dem Stein lassen? So, keine Ahnung. Treffen dem seine Schüsse eigentlich auch? Oder kann ich einfach im Stein bleiben und ihn abschießen? Aber der Kleine kann da drüber fliegen, ne? Ich habe ein bisschen Angst, dass der zu fett ist. Und mich dann plötzlich berührt in seiner Hitbox. Ja, und jetzt geht er vor allem ab gleich. Können wir den erstmal loswerden, den wütenden Kollegen da? Jo, da. Das war ein Double Hit. Würde ich mal sagen. Huch. So, ich habe gesagt, wir probieren mal Dings aus. Probieren mal Greed Mode aus. Was kann schon schief gehen? Alles. Das ist doch schon mal gut. Kriegen wir Bomben. So, zack, zack, zack. Nichts, was wir rerollen müssen. Erstmal vorsichtig das wegmachen. Hier, guck mal, HP ab. Ganz wichtig. Müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. So, dann rerollen wir doch gleich mal. Aha! Gut, wir lernen, die Dinger können verschwinden. Dann hatte ich wirklich nur Glück. Gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Ich kann also problemlos Dinge kaputt wegrollen. Also auch Shop-Items kann ich komplett wegrollen. Gut zu wissen, aber das Tiersub würde ich mir holen. Das Tiersub würde ich mir holen, wenn ich dieses Geld bekommen würde. Müssen wir erstmal überleben. Bisher haben wir noch nichts. So, ich bin hier sicher gewesen. Wenn er natürlich mein Versteck kaputt macht, dann war es das mit sicher. Oh, oh, oh Gott, ich habe hier gleich gar keine Sicherheit mehr. Da gleich alles einfach explodiert. Ich meine, die kommen nicht an mich ran. Ich auch nicht an die. So. Jetzt kommt hier der Lame-Mode. Problem ist, wenn jetzt dieses Ding explodiert und die sind gerade ziemlich gefährlich nahe zum Explodieren. Ich versuche mal alle in die Lücke hier reinzubekommen. Oh mein Gott! Da kam irgendwas die Wand hoch. Scheiße. Da kam was die Wand hoch. Das war nicht so nett. Das war nicht so nett, was da die Wand hochgekommen ist. Ja, das ist, was ich will.
Eieiei. So, wir gehen gleich hier durch. Cool. Wenn ich jetzt getroffen werde, kann ich hier gleich wieder neu starten. Oh, okay, wir könnten einfach den Raum skippen, aber das wäre natürlich dumm. Zusätzlicher Item-Dings wäre nein. Okay, wir holen uns jetzt erstmal den Item-Raum. Ja, wir hoffen, dass jetzt hier noch ein Schlüssel rauskommt. Ja, das nehme ich auch mit. Das war das, was ich vorhin wollte. Das ist okay. So, jetzt hoffe ich, dass ich Geld bekomme, indem ich die Kollegen hier sprenge. Krieg ich so alle drei? Na, ich spreng lieber so. Yes. Dann können wir auch noch den Itemraum besuchen. Wow. Das rerolle ich jetzt aber wirklich. Na scheiße. Ja gut, ne? Ist halt passiert. So, neuer Versuch. Ist es mein Scheiß Ernst, dass ich da jetzt kurz reingerannt? Oh mein Gott. Hab ich nicht gemacht. Oh, die können jetzt natürlich über die Steine weg. Da ist mein Schutz vorbei. Leave me alone. Ich hab Angst. Nee, noch nicht. Noch mehr fliegen. Die Viecher. Oh Gott. Hör auf, irgendwas zu schießen. Die mehr fliegen. Nee. Nee, 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 Freunde. Nee, 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 nee. Ja, das ist okay. Die können alle herkommen. So, geht hier in die Lücke rein. Geh in die Lücke. Ja, geh in die Lücke. Bruder. Fliegen! Flieh, böse Flieh! Böse Flieh. Ganz böse. Damage up. Ein starkes, aber es ist ein kleines Damage up. Ab und zu mal ein Damage up. Oder so. Jedes zweite Träne ist ein Damage up. Okay. Jede zweite Träne macht mehr Schaden. Na gut, meinetwegen. So, was haben wir hier? Bomben. Schlüssel. Schlüssel, sehr gut. Nichts Brauchbares hier. Range up. Eigentlich ist auch nicht so geil. Das Robo-Baby. Das nehme ich doch gerne mit. Na gut. Dann ist das jetzt wohl unser Startpunkt. Ich hätte mich vorher nicht, also vorhin direkt zu getroffen zu werden, so der erste Hit war ein Treffer. Die erste Runde war ein Treffer, das war halt ziemlich scheiße. Na, das ist nicht so gut. Das sind so genau die Dinge, die einfach nicht passieren dürfen. Wenn man mit Lost spielt. Oh, jetzt ist hier, könnt ihr mir nix. So, tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Die ist einfach weiter bei mir gespawnt. Frech. So, wir brauchen dringend das Range-Up. Das Range-Up ist schon gut. Das Range-Up ist schon wichtig. Gerade wenn ich mich so oft... Ja, moin. Hallo, E-Mail. Gerade wenn ich mich so oft verkrieche. Gerade wenn ich mich so oft verkrieche, dann brauche ich sowas schon. Haben wir jetzt im Moment irgendwas, was fliegen kann? Nee, ne? Bin ich relativ safe. Okay, er kann fliegen spawnen. Hör auf damit.
mach dich weg. So. Aber bisher, wenn wir mal ehrlich sind, ist nicht so die geilste Ausrüstung, die wir hier haben, ne? Gott, wie viele hat der denn da unten erstellt? Geht alle weg. Weg mit dir. Eieiei, okay. Wir haben kein Geld. Wir haben nicht genug Geld für das Range-Up. Das ist schon mal nicht so gut. Das ist gut. Das ist sehr gut, aber wir haben weiterhin leider nicht genug Geld. Müssen wir erst den Bosskämpfen machen, den Boss bekämpft. Also den, ne, ist das schon. Ah ja, ein Pin, natürlich. Und ein Monster. Okay, damit sollten wir doch klarkommen. Hoffe ich. Nice. Den Juckenstein überhaupt nicht. Good to know. So, Range up. Das HP up kannst du behalten. Gut. Dann weiter im Programm. Oder wir könnten mal rerollen und gucken, was hier weiter noch so. Ach so, ne, ich habe ja eh kein Geld mehr. Ach so, ja, gut, aber wenn ich jetzt an ihn rangehe, er kann mir halt HP abgeben. Ich könnte es dann rerollen. Aber nee, dafür gebe ich doch kein Geld aus. Das wäre doch kompletter Schwachsinn. Dafür jetzt Geld ausgeben, wäre doch wirklich kompletter Schwachsinn. Kann der auf die Steine? Ja, der kann bestimmt auf die Steine drauf. Lass das gut. Ich werde mich da jetzt nicht hinter den Steinen verkriegen. Ich glaube, das ist nicht so die beste Idee. Der killt mich dann doch ziemlich fix. Shit! So, er ist weg. Jetzt muss ich die Spinne noch loswerden. Ich habe einen Treffer, habe ich kassiert. Nicht noch einen Treffer kassieren. Okay, da gehen wir natürlich nicht rein. Ihr kennt das Spiel. Wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Eieieiei. So, wurde kurz unterbrochen. Ist aber nichts passiert. Das macht dieses Stampfen und HP ab, ne? Dass ich Sachen kaputt stampfe dann, aber das ist eigentlich nicht so geil, weil dann renne ich noch in so einen Pilz rein. Keine gute Geschichte. Deswegen können wir das rerollen und hoffen, dass... Weißt du? Dann lass es doch einfach. Wenn du mir nichts Gescheites geben willst, dann lass es doch, Spiel. Okay, ich verstehe das. Also, ich verstehe es nicht, aber es ist okay. Wird nicht versehentlich hier das Ding öffnen und dann ist alles cool. Itemraum.
So, ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei Lost irgendeinen Effekt hat, tatsächlich. Also einen nützlichen Effekt. Einen Effekt hat es immer, aber ob es einen nützlichen Effekt hat, ist die Frage. Und eigentlich ist das Evil Up jetzt so auch nicht gerade das geilste Item, ne? Also das würde ich rerollen. Och, Mensch. Das ist jetzt keine gute Ausgangslage. Vor allem, weil ich nicht zwischendurch einfach raus kann und rerollen. Yikesy! Yikes! Aber ich muss unbedingt in diesem Run überleben, weil wir haben einen Counterfeit Penny und den kriegen wir so schnell nicht wieder. Nein! Ich dachte, ich war auf dem Pilz. Aber der hat wohl nicht gereicht. Oh mein Gott. Okay, wir starten diesmal mit dem Ranger. Cool. Und das war's. Mehr kann ich nicht tun. Das wäre natürlich eine Geschichte. Aber dafür brauchen wir erstmal die Kohle. Oh man, und dafür müssen wir erstmal überleben. Und jetzt habe ich hier nicht mal einen Schutz. Keine Steine, kein gar nichts. Jo, hi. Ganze eine Münze kriege ich für die Runde. Cool. Ja, was soll... Alter, wie soll man... Was soll ich denn tun? Also für einen Spieler wie mich ist das insane, was hier abgeht. Oh, cool. Dann haben wir doch schon mal einen Schlüssel sicher. Dann haben wir auch schon mal den Reroll sicher. Wird wieder zu dem Range-Up. Also, Moms Underwear will einfach bei uns bleiben. Cool. Cool. Ja, nee, da gehen wir dann nicht hin. So, jetzt ist wieder die gleiche Geschichte. Ich kaufe einen Schlüssel und dann hoffe ich, dass die Truhe einen Schlüssel beherbergt. Ja gut, wenn mein Dings aufgeladen ist, habe ich mehr Stats. Ist cool. Aber ist jetzt nicht so ganz das, was ich mir erhofft hatte. Kriegen wir noch irgendwo Geld her für einen Schlüssel? Nein, okay. Dann versuchen wir jetzt mal schnell so lange zu spielen, bis das Ding aufgeladen ist. Und dann habe ich nämlich mehr Stats. Zack. Nicht viel, aber es ist an sich ganz cool, weil das Ding wird meistens, das Ding wird immer aufgeladen sein, wenn wir hier spielen. Ich werde es ja hier jetzt nicht zwischendurch auflösen. Also eigentlich eine ganz coole Geschichte. Yeah!
Okay, da unten ist es gefährlich. Da gehen wir erst später runter. Ich meine, die können an der Wand nicht hoch. Von daher ist es okay, die können da unten bleiben. Die können da unten erstmal bleiben und versauern. Ist mir wurscht. Solange ich hier oben safe bin, ist alles okay. Ja, langsam werde ich hier oben nicht mehr so safe sein. Das war knapp, das war böse knapp. Explodiert der eine da? Nein, okay, gut. Der war einfach nur stärker. So, letzte Runde. Wir kommen durch, wir kommen durch, wir kommen durch. Alles gut, wir kommen durch. Es kann nichts mehr schief gehen. Es kann nichts mehr schief gehen. Alles gut, wir kommen durch. So. 16 Keys. Ein Schlüssel für mich. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Mehr Münzen kriege ich nicht zusammen. Aber ich meine, den Mini... Gut, der Mini-Pilz wäre eine Geschichte. Ich würde versuchen, den Mini-Pilz noch zu bekommen. Aber jetzt müssen wir erstmal hier die Bosskampf überstehen. Ja, so ist es okay. Das war nicht okay. Das sind Dinge passiert. Mit denen habe ich nicht gerechnet. Der ist böse. Der Geist ist böse. Der macht böse Brimstone-Kacke. Aber nur, wenn ich seitlich vorbeiziehe. Und so schnell, wie ich da vorbeiziehe, kann er mich nicht erwischen. Alles gut. Wir werden das überstehen. Alles gut. Da ist er weg, der Geist. Und da ist er weg. Gleich. Gleich ist er weg. Jo, ja, okay. Mach nicht nochmal sowas hier. Okay, so. Jetzt ganz schnell hier raus, dass sich das Holy Shield regeneriert und einmal einen Mini-Pilz holen. Gut. Dann noch den Satan-Kampf versuchen. Okay, gar kein Problem. Gar kein Problem, Gott sei Dank. Gott sei Dank ein einfacher Kampf. Das hätte auch schlimmer werden können. Dauert nur ein bisschen. So, gehen wir natürlich nicht rein. Wir werden auch nicht hier oben nochmal rerollen oder so. Wir ziehen weiter. In die nächste Ebene. So. Okay, drückt mir die Daumen, dass ich was Brauchbares bekomme.
Jump ist dabei. Okay, was hier rumliegt, ist schon mal alles useless. Also ist für uns nur der Schlüssel interessant. Ja, gut. Bevor ich was Schlechteres bekomme oder gar nichts bekomme, nehme ich den Kollegen mit. Ich will ja auch eigentlich gar nicht so viel rerollen, weil ich will ja, dass die Batterie aktiviert bleibt. Gut, naja, probieren wir es. Probieren geht über Studieren. So wirklich zufrieden bin ich nicht, aber was soll's. Jetzt haben wir jedenfalls alles getan, was wir tun konnten. Ich werde halt böse getroffen werden von allem. Das ist das Problem. Und ich bekomme halt die Viecher nicht schnell genug weg. Und dann wird es immer mehr. Geh weg, 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 geh weg. Und dann wird es immer mehr Kacke. Halt auch die kleinen Viecher vor allem loswerden, sonst werden die immer mehr und das ist das Problem. Oh nee, das gibt wieder so viele. Nee, Scheiße! Gott, nee, 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 nee. Mach dich weg. Gott, das war knapp. Nein, oh Gott, oh, diese Dinger an der Wand. Okay, wir haben alle Phasen. Wir haben alle Phasen offen. Wir müssen sie nur noch aufräumen. Schön weit weg. Range ist gut. Deswegen ist die Range so wichtig. Dass ich von schön weit weg chillen kann. Genau deswegen ist die Range so wichtig. Heieieieiei. Okay. Jesus. Mein Gott. So, wir können rerollen, dann habe ich allerdings mein Damage weg. Das ist das Problem. Ne? Das ist das Problem. Weil dann die Glühbirne nicht mehr aktiv ist. Ey, wir kämpfen erst. Okay. Ich wollte gerade sagen, je nachdem, was er jetzt macht, geht das jetzt gut oder schlecht. Okay, also theoretisch sollte ich da in diesen Löchern so ein bisschen safe sein immer. Oh Gott, wie viele hat der gemacht? Der hat viel zu viele erstellt. Hilfe. Ich würde erstmal gern die Dinger loswerden, ne? Mama. Sieht gut aus. Aber ich dachte, er macht einen Abflug. Jetzt macht er einen Abflug. Jetzt macht er auch einen Abflug. Okay, nice, 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 nice. So, dann kannst du mich jetzt eigentlich mal kreuzweise.
Das war nochmal ganz schön gefährlich am Schluss, was ich da gemacht habe. Und vor allem gefährlich unnötig. Unnötig gefährlich, so rum. So. Die Frage ist jetzt wieder die gleiche. Setzen wir es ein oder nicht? Das Problem ist, ich kann es da nicht mehr aufladen. Ich habe nichts zum Aufladen. Ich würde gerne den Damage weiter nutzen können. Wird schon schief gehen. Okay. Ich hasse das, dass der so schnell ankommen kann. Oder. Ja, ich denke, wir haben genug mit Lost experimentiert in dem Part. Danke fürs Zuschauen und tschüss.